Heute ist Sonntag, der 16. Juli, es ist 8 Uhr. B5 aktuell. Nachrichten. Mit Inka Kübel, guten Morgen. Ankara. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat sich erneut positiv über eine Wiedereinführung der Todesstrafe geäußert. Er sagte vor dem Parlamentsgebäude in Ankara, entsprechenden Beschlüssen der Abgeordneten werde er ohne Zögern zustimmen. Anlass war der erste Jahrestag der Niederschlagung des Putschversuchs. Bei einer Gedenkfeier in Istanbul hatte Erdogan zuvor gesagt, er wisse, wer hinter Terrororganisationen wie der Gülen-Bewegung, der kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Terrormiliz IS stehe. Diesen Verrätern werde man so wörtlich die Köpfe abreißen.